Na ja, dann. Machen wir dann weiter. Wo ist das? Ach, da oben. Ja, komm schon. Verloren. Leider alle. Ah. Schäden reparieren und auf weitere Verletzte vorbereiten. Sind schon weitere Verwundete auf dem Weg, Kommandeur? Ja. Sie werden bald hier sein. Die Kopter müssen jeden Moment kommen. Ja, okay. Ist jetzt aber nicht unsere Quest hier. Dann machen wir mal weiter mit... Genau, Karte. Was ist da? Willkommen, Kommandeur. Siska ist da, oder ihr Doppelgänger. Vielleicht kommen wir der Sache jetzt auf den Grund. Ich habe ihre ehemaligen Kameraden ferngehalten, damit sie nichts verraten. Wir stellen diese Betrügerin selbst zur Rede. Sicher, dass ihr direkt eingreifen wollt? Wer Siska auch ist, sie hat es auf euch abgesehen. Auf mich zwar auch, aber nur, um an euch heranzukommen. Ich bin sicher. Allein schon deshalb, weil sie mir schaden wollte. Der Pakt muss sehen, dass ich mich darum kümmere. Und dabei brauche ich euch. Tut mir leid, Marshal Traherne, aber der Kommandeur muss gehen. Mit jemandem, der meine Soldaten bombardiert, will ich nichts zu tun haben. Der Kommandeur ist auf meinen Wunsch hier, Taktikerin. Die jüngsten Ereignisse sprechen sehr gegen euch. Ich habe das Beste getan, was ich in schwierigen Zeiten tun konnte. Jeder Soldat in meiner Einheit bürgt. Ich habe schon mit ihnen gesprochen. Sie bestätigen, was der Kommandeur sagt. Ihr seid momentan nicht ihr selbst, oder? Nein, ich bin etwas Besseres. Ich wollte meine Stellung heimlich nutzen, bis ihr tot seid und euer Krieg verloren ist. Jetzt muss ich wohl zu direkteren Mitteln greifen. Ihr seid schwer zu töten, Traherne. Aber ich versuche es weiter, bis es mir gelingt. Seht mich an in meiner wahren Gestalt. Ihr behauptet, Satans Kreatur zu sein, doch handelt ihr unberührt von seiner Verderbnis. Mein Wille ist Satans. Ihr und eure Truppen aber werdet seine Marionetten. Meine Klinge ist der Tod. Lust zu töten steigt. Endlich ist die Betrügerin tot. Vielleicht kann der Pakt jetzt seinen Krieg ohne Satans Einmischung und Betrügereien führen. Satans Streitkräfte halten den Pakt für eine ernste Bedrohung. Warum sonst würden sie seine Anführer und sein Hauptquartier unbedingt vernichten wollen? Das stimmt. Sie haben Zeit und Ressourcen auf die Zerstörung der Allianz verwendet und sind gescheitert.
Nutzen wir diesen Vorteil, bevor sie sich erholen. Wir sollten die Invasion Ors beginnen. Es wird ein langer, harter Weg. Aber wir bekommen keine bessere Gelegenheit. Ich beginne mit den ersten Vorbereitungen. Bleibt bei mir. Sobald ich unsere Strategie festgelegt habe, müsst ihr die Einzelheiten ausführen. Darauf haben wir hingearbeitet. Jetzt übernehmen wir die Initiative. Ein vereintes Tyria ist stärker als jeder Drache. Ah, das war jetzt Level 70, Stufe 70, jetzt geht's weiter mit Stufe 80. Ja, aber nicht jetzt. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Lebt wohl. Was ist denn gerade? Was quietschst du denn da rum? Das wird spannend. Das Schiff ist vor langer Zeit untergegangen. Es muss da unten also irgendwas Wertvolles geben. Achso, nee, wir wollen ja Geschichte eigentlich weitermachen. Aber erst brauche ich einen Kaffee. Bis gleich. Kämpft jemand gegen ein großes Monster? Und da sollte ich jetzt auch sein. Ihr seid Soldat. Ihr tut eure Arbeit, damit die ihre tun können. Ja, schöne Anfang, Anfangsworte. So, dann machen wir mal weiter mit der Geschichte. Zu lang hat Tyria gelitten. Wir versammeln uns nun mit neuem Willen. Saltans Diener bestürmen unsere Heimat. Es ist Zeit, die Schlacht nach Ort zu tragen. Eine Flut wird über Ara hereinbrechen und die Verderbnis fortspülen. Gemeinsam werden wir siegen. Lasst Schiffe segeln. Lasst Truppen marschieren. Lasst uns siegen. Schön gesagt, Trahan. Auf jeden Fall. Ihr seid ein Anführer geworden, Marshall. Wenn wir diesen Schwung nur halten können, dann haben wir eine Chance. Vielen Dank. Möge euch das Glück hold sein. Freut mich, euch zu sehen. Fangen wir... Kommandeur? Ich wollte noch mal mit euch über Siska sprechen. Ich habe viele Fehler gemacht, auch ohne Mesmertäuschung. Man kann manches nicht ungeschehen machen, aber mildern. Kaison wurde in alles eingeweiht. Und ihre Einheit weiß, dass ihr alle in die Irre geführt wurdet. Das bringt ihre Kameraden nicht zurück. Aber die Schuldigen wurden bestraft. Das mildert den Schlag etwas. Willkommen, Kommandeur. Hier ist jemand, den ihr treffen solltet. Die Besucherin ist problematisch. Es braucht Diskretion. Sei, ihr könnt euch zu erkennen geben. Grüße, Marshall Trahan. Wie erbeten komme ich, um einen Eid einzulösen. Sehr gut. Sprechen wir mit dem Kommandeur und geben euch einen Auftrag. Danke für eure Geduld, Kommandeur. Erlaubt mir, euch die verehrte Sai al-Rashid vorzustellen. Im Namen des Bundes der Tethyos-Häuser grüße ich euch, Freund meines Freundes. Es ist mir eine Ehre, Saye. Ich hörte, dass euer Volk nicht oft Landbewohner trifft. Ihr sprecht wahr.
Ich schulde Treherne schon lange etwas. Nun hat er mich endlich gerufen, meinen Schwur einzulösen. Späher haben in Orr einen sechsten Tempel entdeckt. Den verlorenen Schrein eines gefallenen Gottes. Verborgen unter den Fluten der Straße der Verwünschung. Abaddon, der Menschengott der Geheimnisse, wurde von den anderen Göttern aus Ara verbannt. Sein Name aus den Annalen getilgt. Kaum etwas von ihm blieb. Saltan begehrt etwas aus diesem Tempel. Also müssen wir ihm zuvorkommen. Sai wird euch als Führerin begleiten. Sagt mir, Kommandeur, könnt ihr kämpfen? Ist euer Eid aus Stahl? Ihr braucht all euer Geschick, wenn ihr mit mir reist. Ich traf noch nichts, dem ich nicht gewachsen war. Interessant. Ich freue mich darauf, Kommandeur. Mögen eure Schritte bis dahin gnadenlos sein. Ja. Aha. Okay. Dann wollen wir mal dahin. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen an meinen Scharfschützen gewöhnen, an meinen Assassinen. Ich habe den jetzt ewig nicht mehr gespielt. Außer ab und zu mal bei irgendeinem Boss-Run habe ich mal verwendet. Einen ungewöhnlichen Platz für einen Händler. Ja, brauche ich aber nicht. Wenn wir da ein U-Boot liegen haben, warum nutzen wir denn eigentlich das nicht mit den Truppen, die dabei sind? Na, wäre wahrscheinlich zu einfach. Ich bin hier, Kommandeur. Sprechen wir über den Tempel. Im Namen des Bundes grüße ich euch, Kommandeur. Der Weg vor uns ist dunkel und beschwerlich. Genau das, was man vom uralten Tempel eines toten Gottes erwartet. Ja, natürlich. Die Auferstandenen haben bereits die Schutzzauber überwunden und sind im Tempel. Wir müssen sie auslöschen. Seid gewarnt. Es gibt Gefahren hier, die nicht des Drachen sind. Uralte und ungesehene Mächte bevölkern diese Hallen. Geht voran, Kommandeur. Ich folge. Auferstandenen. Zieht eure Waffe und kämpft! Ich habe euch erwartet! Lust zu töten steigt! Nehmt ab! Ich fühle mich stark. Ich verdamme eure Seele. Die Auferstandenen haben die Verteidigung aktiviert. Das hält uns etwas auf. Aber sie haben den Altar gefunden. Das können wir auch. Das nenne ich eine Kombo.
Interessanter Schrei. Welchen Zweck erfüllt er? Schrein. Das könnte... Diese Theorie solltet ihr anhand dieser Essenz überprüfen. Platziert sie möglichst so, dass sie nützlich ist. Seht, die Strömung wechselt. Sie ändert den Verlauf. Die Schreine und Kugeln bringen uns hinein. Ja, aber das ist doch ein Logikfehler. Wenn der Tempel gebaut wurde, als es Ohr noch gab, war Ohr doch noch ein Kontinent über Wasser. Das heißt, der Tempel stand ursprünglich auf festem Land. Warum sollte jemand ein Sicherheitssystem in einem Tempel aufbauen, das darauf ausgelegt ist, dass der Tempel unter Wasser ist? Das macht doch keinen Sinn. Noch reingekommen. Achso, ah ja, das da oben sitzt auf, oder was? Mhm. Das ist ein Andenken an mich. Ich vergaule. Langweilig. Oh. Lust zu töten steigt. Das war cool. Mir.
Andenken an mich. Erfrischend.